Meine Damen und Herren, der Comedy Club der Neberkids präsentiert Maurice. Ein Körper hatte Langeweile. Da stritten sich die Körperteile. Gar heftig und mit viel Geschrei. Wer wohl der Boss von ihnen sei? Ich bin der Boss, sprach das Gehirn. Ich sitz ganz hoch hinter der Stirn. Muss stets denken und euch leiten. Ich bin der Boss, wer will's bestreiten? Die Beine sagten halb im Spasse. Gib nicht so an, du weiche Masse. Durch uns der Mensch sich fortbewegt. Ein Mädchenbein den Mann erregt. Der Mensch wirkt doch durch uns erst groß. Ganz ohne Zweifel, wir sind der Boss. Die Augen funkelten und sprühten. Wer soll euch vor Gefahr behüten? Wenn wir nicht ständig wachsam wären. Uns sollte man zum Boss erklären. Das Herz, die Nieren und die Lunge. Die Ohren, Arme und die Zunge. Ein jeder legte schlüssig dar. Der Boss bin ich, das ist doch klar. Selbst Penis strampelte keck sich bloß. Und rief entschlossen, ich bin der Boss. Die Menschheit kann mich niemals messen. Denn ich bin nicht nur da zum Pissen. Bevor man die Debatte schloss. Da furzt das Arschloch, ich bin Boss. Hi, wie die Konkurrenten lachten. Und bitterböse Späße machten. Das Arschloch darauf sehr verdrossen. Hat Silpius sich fest verschlossen. Es dachte konsequent bei sich. Die Zeit, sie arbeitet für mich. Wenn ich mich weigere zu scheißen, werd ich die Macht schon an mich reißen. Schlaff wurden Penis, Arme, Beine. Die Galle produzierte Steine. Das Herz, es stockte schon bedenklich. Auch das Gehirn fühlte sich kränklich. Das Arschloch war nicht zu erweichen. Ließ hier und da ein Fürzchen streichen. Zum Schluss, da sahen alle ein. Der Boss kann nur das Arschloch sein. Und die Moral von der Geschichte. Mit Fleiß und Arbeit schafft man's nicht. Um Boss zu werden hilft allein. Ein Arschloch von Format zu sein. Das mit viel Lärm und ungeniert. Nichts als nur Scheiße produziert.